Eine scheinbar lange Liste an UFO-Sichtungen führt zu einer gewissen Hysterie auf Twitter. Die Hashtags UFO, Flugobjekt und Aliens dominieren die Trends. Leute, die noch nie in den Himmel geschaut haben, posten Fotos von Starlink-Satelliten und der ISS mit der Unterschrift "Aha, da sind sie". Aber was wissen wir genau und könnten das wirklich Außerirdische sein? Betrachten wir die Lage mal ganz nüchtern. Ich bin Ronny, willkommen bei Raumzeit. Unser Kanal beschäftigt sich gern und intensiv mit der Suche nach außerirdischem Leben. Vielleicht haben wir also eine gewisse Kompetenz in Sachen Erstkontakt. Ihr entscheidet. Und wenn ihr mehr sehen wollt, dann abonniert Raumzeit und schaut euch gern unsere Serie zum Fermi-Paradoxon an. Also, wie ist die Lage? Am 28. Januar entdeckte man einen Ballon, der von Alaska in Richtung der kontinentalen USA driftete. Dieser Ballon wurde als potenzieller chinesischer Spionageballon eingestuft und am 4. Februar durch die US Air Force abgeschossen. Am 2. Februar wurde ein weiterer Ballon über Südamerika ausgemacht. Auch hier gestand China ein, dass es sich um einen ihrer Ballons handele, welcher bei Flugtests abgetrieben worden sei. Interessanter bei noch unbekannter Herkunft waren die Objekte vom 9. und die zwei vom 11. Februar. Am 9. Februar wurde ein UFO von der Größe eines Kleinwagens in ungefähr 12.000 Metern Höhe über Alaska identifiziert und am Folgetag abgeschossen. Das Objekt wurde vom Piloten als silberfarben und zylindrisch beschrieben. Es driftete mit 30 bis 60 Kilometern pro Stunde in Richtung Ozean. Einige Piloten, aber nicht alle, gaben an, dass das Objekt die Sensoren ihrer Flugzeuge beeinflusste und keinen sichtbaren Antrieb besäße. Einen Tag später ordnete die kanadische Regierung den Abschuss eines Flugobjekts über der Yukon-Region an. Ein weiteres, diesmal oktagonales Objekt mit herabhängenden Bändern wurde über Wisconsin entdeckt und schließlich über Lake Huron abgeschossen. Nicht zuletzt meldeten auch die chinesischen Behörden ein UFO nahe dem Gelben Meer und berichteten über Abschusspläne. Weitere Informationen zu diesem Objekt liegen aber nicht vor. Wir müssen also feststellen, dass es im Wesentlichen um drei Beobachtungen geht. Zwei der sechs Sichtungen wurden ja bereits als chinesische Observationsballons identifiziert. Bei einer dritten handelt es sich möglicherweise um chinesische Propaganda. Wir wissen nichts Genaues. Es bleiben Objekte in einer Flughöhe von 6.000 bis 12.000 Metern, welche verschiedene Formen und Größen haben und Berichten von Piloten der US Air Force zufolge, wie ich oben sagte, über keinen sichtbaren Antrieb verfügten. Inzwischen heißt es, die Behörden stufen auch diese Objekte als potenzielle Spionageballons ein. Das ist eine dünne Datenlage, vor allem aber viel zu wenig, um daraus eine mögliche Sichtung von Außerirdischen abzuleiten. Wenn eine Zivilisation technologisch so weit fortgeschritten ist, dass sie interstellare Reisen beherrscht, dann würden wir diese wahrscheinlich nicht zuerst in unserer Atmosphäre beobachten. Eine erste Erkundung des Sonnensystems, die würde in einem unbemannten Flyby passieren. Klar, den können wir übersehen oder auch für Oumuamua halten. Wollte ein außerirdisches Raumschiff aber in einen Erdorbit einschwenken, dann müsste es seine Triebwerke zünden. Das hingegen wäre überaus leicht zu beobachten, denn wir betrachten elektromagnetische Strahlung aus dem All mit Tausenden von Teleskopen und jede vorstellbare Art von Antrieb. Fusion, Antimaterie, Singularitätsantriebe selbst, die würden eine deutliche EM-Signatur in Richtung Erde aufweisen. Aber schon allein die Tatsache, dass wir interstellare Reisekapazität unterstellen, macht es statistisch höchst unwahrscheinlich. Wenn auch natürlich nicht unmöglich. Aus dieser Perspektive wäre es wahrscheinlicher, dass sich Igor und Dimitri, um einer drohenden Mobilisierung zu entgehen, unter Werbezeppeline geschnallt haben und sanft über die Beringstraße nach Nordamerika drifteten. Das würde übrigens auch die lose herabhängenden Bänder an einem der Objekte erklären. Dieses absurde Beispiel wäre weniger absurd als eine außerirdische Zivilisation, zumindest solange wir nicht bessere Daten haben. Momentan gibt es keinen Grund auf Aliens zu hoffen. Auch die anderen Erklärungsmuster auf Twitter sind nicht besser. Nein, es sind keine russischen EMP-Bomben und nein, es ist sicher keine Weltverschwörung, um die Menschheit von etwas viel Wichtigerem abzulenken. Vermutlich sind es einfach nur Ballons. Warum entdeckt man die zeitlich so gehäuft? Meine Vermutung, weil diverse Air Force-Generäle nach der Sichtung des chinesischen Ballons ordentlich eingenordet wurden und man nun die Aufgabe der Luftraumüberwachung besonders ernst nimmt, zumindest für 1 bis 2 Wochen. Und natürlich beobachten wir das weiter. Bleibt also dran und schreibt gerne einen Kommentar mit eurer eigenen Sicht auf die Dinge. Multiperspektivität ist der Kern der Wissenschaft. Danke fürs Zuschauen, vergesst nicht zu abonnieren und in diesem Sinne 42.